Die Stimmung ist natürlich überragend. Also die Mannschaft, die befeuert sich ja selbst. Ja. Und die sind da auch, was die Kabine betrifft, das ist so, das, die Atmosphäre, die da spürbar ist, ist gewaltig. Und ich bin eigentlich stolz, dass ich als Präsident auch ab und zu mal in die Kabine darf und das miterleben darf. Und ich bin so lange im Geschäft und da ist eine besondere Atmosphäre spürbar und deswegen glaube ich auch eine Chance. Bei Kanada ist es so, dass das natürlich, das ist einfach das Land für Eishockey. Und die Spieler haben einen wahnsinnigen Stolz. Und ich glaube aber, dass sie uns ernst nehmen und wissen, dass wir gefährliche Mannschaft sind. Und das macht die Aufgabe ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, dass wir echt die Chance haben, weil die Mannschaft ist so gut drauf, die ist mental und auch physisch in der Topform und haben sich das Ziel gesetzt, mehr zu wollen als das, was wir bisher erreicht haben. Ich glaube, dass wir echt die Chance haben. Also das heißt auch, dass es nicht 50-50 ist, aber 40% würde ich schon sagen, dass wir Chance haben.